Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate. Wir haben den Absturz überlebt und haben jetzt hier Schattenherz in unserer Gruppe aufgenommen. Ja, wir suchen hier gerade so ein bisschen den Strand ab, gucken, was wir hier so plündern können. Hier gibt es ein paar Burger. Oh, da vorne sind Intellektverschlinger. Okay, aber die laufen weg. Hier geht es wieder runter zum Strand. Mal gucken, haben wir die schon geplündert? Nee. Okay, aber hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, der Rucksack, der ist schon leer. Super. Ja, immer Alt drücken, dann sieht man hier auch so ein paar Sachen auf dem Boden rumliegen. Das ist immer ganz praktisch. Oh, da müssen wir aufpassen. Hier ist Feuer. Das könnte uns wehtun. Und wir haben noch die Möglichkeit, uns zu verstecken. Ja, hier. Verstecke dich durch erfolgreiche Heimlichkeitswürfe vor Gegnern. Bleibe im Dunkeln und vermeide gegnerische Sichtlinien. Wenn du angreifst oder Zauber wirkst, verrätst du deine Position. Das ist auch klar. Hier haben wir nochmal Gruppenverstecken. Das heißt, alle verstecken sich, auch Schattenherz. Wenn sie denn sich jetzt mal... Okay, oder nicht? Okay, Schattenherz hat sich anscheinend nicht versteckt. Der kommt jetzt auch irgendwie angelaufen. Okay, das hat nicht gut geklappt gerade. Ich wollte eigentlich was demonstrieren, aber das machen wir dann ein andern Mal. Ja, wir versuchen den Kampf hier für uns zu gewinnen. Das ist schon mal gut. Guckt mal, Arme von Hadar. Da können wir nämlich alle um uns herum angreifen. Das machen wir mal. Und schau mal, der 10 bekommt, der 5. Das war schon mal gar nicht schlecht. Vielleicht hätten wir nochmal Verwünschen vorher casten sollen. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt gewesen. Naja, gut. Da haben wir 2 da 5. Okay, machen wir uns um den. Und mehr können wir gerade nicht machen. Boah, 9 Schadenspunkte. Das ist ganz schön. So, wir können so ein bisschen um den Gegner rumwandern, dass er uns nicht angreift. Aber okay, für den reicht es leider nicht. Schade. So, verwünschen. Das ist, glaube ich, egal, was wir hier nehmen. Hauptsache, der kriegt Schaden. Okay, ein Schadenspunkt fehlt noch. Schade, ich dachte, den kriegen wir jetzt down. Und da ist Nuramon jetzt leider erstmal erledigt. Okay, das sieht nicht gut aus. 50-50 Chance und wir erledigen den. So, fehlt noch der andere hier. Ja, kurz zur Erklärung, hier haben wir einmal Todesrettungswürfe. Ja, der ist jetzt gerade fehlgeschlagen. Wenn der bei dem Totenkopf angelangt ist, dann sind wir tot. Auf der anderen Seite gibt es hier nochmal ein Würfelspektrum, wo wir quasi ohnmächtig werden. Wenn wir da würfeln, dann sind wir halt nur bewusstlos und können wieder erweckt werden. Das ist ganz praktisch. Wir können hier zum Beispiel erstmal vielleicht uns helfen. Das müsste drin sein. So, da sind wir dann schon mal wieder auf den Beinen. Und dann können wir ihn vielleicht auch direkt noch heilen. Das hätten wir eigentlich auch mit der Bonusaktion machen können. Das war jetzt gerade nicht so gut überlegt von mir. Ja, den können wir vielleicht nochmal wegschubsen. Ne, fehlgeschlagen. So, bei dem können wir aber einen Zaubertrank nehmen. Sehr schön. Fehlgeschlagen. Ja, da haben wir nochmal drauf mit dem Streitkolben. Dann haben wir den Kampf ja auch gewonnen. Lege eine kurze Rast ein, um die Hälfte deiner Trefferpunkte und einige andere Ressourcen zurückzugewinnen. Ihr seht jetzt hier, dass zum Beispiel die Hexenmeister-Zauberplätze aufgebraucht sind. Das heißt, wir können nicht mehr Hexenmeister-Zauber casten. Dafür können wir hier aber die kurze Rast einlegen. Und schaut mal, wir sind geheilt. Die Zauberplätze eines Hexenmeisters sind wiederhergestellt. Und wir können weitermachen. Das Ganze funktioniert halt bei
einem Magier zum Beispiel ein bisschen anders. Der braucht eine lange Rast, um seine Zauberplätze wieder herzustellen. Ja, da muss man dann eine lange Rast einlegen. Das machen wir auch noch, ganz klar. Aber momentan brauchen wir das noch nicht. Schauen wir uns jetzt hier erstmal noch um. Genau, Flächen. Du bist auf eine Oberfläche getreten, die gefährlich werden kann, wenn sie von Elementen wie Feuer oder Blitz beeinflusst wird. Die meisten solcher Oberflächen können mit Wasser weggewaschen werden. Ne, das sehen wir dann ganz gut, wenn wir zum Beispiel mit Schattenherz einmal einen Feuerpfeil darauf schießen. Dann seht ihr schon, ändert sich das Ganze hier in Feuer. Und ja, wenn wir da jetzt drin stehen würden oder halt auch Gegner, dann ist das natürlich nicht so gut für die und deren Gesundheitspunkte. So kann man nach und nach immer so ein bisschen die Umgebung natürlich auch für sich benutzen. Das ist echt praktisch manchmal. Dadurch, dass wir rundenbasierten Modus haben, drängt uns dann natürlich auch nichts. Also wir haben dann alle Zeit der Welt, um uns umzuschauen und die Umgebung für uns zu nutzen. Noch ein paar Ressourcen, die wir sammeln können. Belladonna und Meeresgras. Und ein Holzkoffer. Der ist verschlossen. Das zeigt immer dieses Schlosssymbol schon an. Was wir aber machen können, ist diese Holzkiste auch einfach zerstören. Ne, mit dem Dolch sollte das möglich sein. Und was finden wir da? Ein Lederhelm und etwas Gold. Sehr schön. Rettungswürfe für Geschicklichkeit plus 1. Diese alte Kappe besteht aus gekochten, geformten Lederlagen und riecht noch leicht nach Tannin. Leichte Rüstung. Für Geschicklichkeit hat sie der 13. Ja, können wir ihr mal anziehen. Dann lassen wir den Helm aber ausblenden, den finde ich jetzt nicht so hübsch. Und das Diadem, das könnten wir vielleicht mal tragen, statt des Hexer-Suit. Ja, das kann man auch komplett zeigen lassen. Hut mit Krempe, der kommt dann halt weg mit der Zeit. Ja, so findet man hier nach und nach ein paar Gegenstände. Ja, ich gucke mich immer gerne um, auch in den entlegensten Ecken. Manchmal findet man hier ein paar Geheimnisse. Okay, hier ist nichts. Oh, da ist Astarion. Mal sehen, was hier passiert. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Problem, zurücktreten. There. Can you see it? Just a dumb boar. You're relieved. Until you see the flash of a dagger. Oh, okay. Wenn das ein Überfall sein soll, könnt ihr euch auf was gefasst machen, Elf. I just need information. I saw you scuttling about on the ship. You're in league with them, aren't you? Those tentacles... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Das ist der Wurm der Gedankenschinder, der verbindet uns. The worm? Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ihr habt doch wohl noch mehr zu bieten als ein Tut mir leid. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Okay, ich bin in keinem Zustand, aber ich glaube, ich bin nur Amon. Ihr müsst nur wissen, dass ihr in meiner Nähe aufpassen müsst.
Ja. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Ich weiß, dass wir sie nicht in unseren Köpfen haben wollen. No. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Warum reisen wir nicht gemeinsam? Das verbessert unsere Chancen. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. As he joins your side, your mind dances with thoughts of a perfect, pretty corpse. Ja, hier wird auch nochmal die Gruppenaufteilung besprochen. Das hatten wir schon gemacht, dass man die Gruppe hier auch aufteilen kann. Ja, man kann einen rausziehen, man kann den rausziehen und neu gruppieren. Das geht alles. Ja, lassen wir das mal so. So, und Astarion kann natürlich auch eine Stufe aufsteigen jetzt. Gucken wir mal. Er ist ein Schurke. Seine Gesundheit erhöht sich und er bekommt weitere Aktionen. Verstecken, Spurt und Rückzug. Hier als Bonusaktion. Das sind nämlich normalerweise richtige Aktionen. Hier. Und hier können wir dann auswählen, was wir von beiden nehmen wollen. Ja, Bonusaktion ist dann natürlich ein bisschen schöner, wenn man nochmal eine Aktion ausführen möchte. Watch your back. These things have stayed interesting. Moving ahead. Okay, wir speichern mal zwischendurch schnell speichern mit F5. Das ist immer ganz wichtig, falls doch mal Dinge passieren. Oh, ein Gedankenschinder. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Mitleid? nein, du solltest doch wütend sein, oder nicht? Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Wir versuchen uns mal auf seine Gedanken zu konzentrieren. Woran denkt er? Your mind's fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Er hat es auf uns abgesehen. Mit aller Kraft gegen das Eindringen ankämpfen. 5 brauchen wir. 1. Ein kritischer Fehlschlag, Leute. Ja, wir nähern uns ihm. Warm, wet tentacles wrap themselves around your head. And for the first time in your life, you're perfectly happy. Ja, das war's, Leute. unser Charakter ist tot. ja, jetzt müssen wir den hier natürlich noch ausschalten. Keine Kontrolle, wir sind tot. Wir haben aber die beiden hier noch. So. 10 Schaden. Heilen bringt nichts. Wir haben aber eine Schriftrolle zum Wiederbeleben. Und Schild des Glaubens. Erhöht die Rüstungsklasse. Damit bräuchten, würden wir aber einen Zauberplatz aufgeben. So, wir können uns jetzt hier verstecken.
und zum Beispiel mit unserem Bogen hinterhältig angreifen. Du bist bei einem Angriff auf deinen Gegner im Vorteil, was dir die Gelegenheit gibt, einen hinterhältigen Angriff auszuführen und mehr Schaden zu bewirken. Das ist eigentlich so die wahre Kunst des Schurken. So, da haben wir 9 Schaden verursacht. Wir ziehen uns noch mal ein bisschen zurück. Wir sollen nicht die Möglichkeit haben, gleich an uns ranzukommen. Hui. Ja, das werden wir wohl nicht überleben, Leute. Das glaube ich fast. So, 8 Schaden. Ja, wir sind auch noch betäubt. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Okay, von hinten bringt es auch nichts. Durchbohrender Schlag können wir noch machen hier mit dem Dolch. Der letzte klaffende Wunde. Und die bewirkt zusätzlich 2 Stichschaden. Wird durch Heilen entfernt. So, wir können uns nochmal heilen mit einem Heiltrank. Aber ich glaube, das war's hier, Leute. Unsere Gruppe ist besiegt. Und genau deswegen haben wir das auch gemacht, dass wir hier gespeichert haben. Mir ist das nämlich schon mal passiert. Sie haben jetzt allerdings ein bisschen was geändert. Vorher war das Spiel komplett vorbei, als wir gestorben sind und uns dem Gedanken schon dahin gegeben haben. Jetzt gab es hier die Möglichkeit, dass wir mit den beiden Gefährten nochmal versuchen können, gegen anzukämpfen. Aber ihr seht schon, der war auf jeden Fall viel zu stark. Das sind so kleine Tücken und Fallen, in die man geraten kann, wo das Spiel dann auch mal schneller vorbei ist, als einem lieb ist. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now. Genau, wir spüren Mitleid und wir können mal gucken, ob wir das Ganze vielleicht hier nochmal anders lösen können. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Ja, jetzt driftet er ab und wir können im Moment ausnutzen, um uns befreien. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Diese Augen für immer schließen. Ja, so schnell kann es gehen. Und so schnell ist er besiegt. So, und jetzt haben wir einen Inspirationspunkt bekommen. Da können wir jetzt mal drauf eingehen. Und zwar haben unsere unterschiedlichen Charaktere unterschiedliche Hintergründe. Wir haben ja heimgesucht. Und dadurch hier haben wir jetzt einen Inspirationspunkt bekommen. Wir haben die Augen eines Gedankenschinders für immer geschlossen. Und Inspirationspunkte sind quasi dafür da, wenn man eine Würfelherausforderung nicht schafft, so wie wir das eben hatten mit der 1, kritische Niederlage, dann haben wir die Möglichkeit, Inspirationspunkte einzusetzen und nochmal zu würfeln. Wenn wir also mit einer Entscheidung nicht zu 100% zufrieden sind, dann gibt es immer noch die Inspirationspunkte. Die sind sehr wertvoll, die sollte man sich aufsparen für wichtige Entscheidungen. Und nicht unbedingt, um jetzt ein Eichhörnchen zu überzeugen, dass es einem erzählt, was es hier treibt oder sowas, ja. Also, genau, das wäre schon sehr wichtig. Schön, dass wir das jetzt hier auch nochmal bezwungen haben und, ja, super, dass der Gedankenschinder uns auch einmal getötet hat. Das wollte ich nämlich auch ganz gerne zeigen und das war Glück, dass es dann so gekommen ist mit der 1. Also eine Würfelherausforderung von 5 zu schaffen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber manchmal, ihr seht es ja, kommt es dann auch so. What's going on with that room? Looks unstable somehow. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Wir berühren das Siegel. Ja, dir vorstellen, wie es wäre, die Hand abzuhacken. This branch of flesh is begging to be pruned, and its sap sucked from.
Mistress Eyelids, stop! Cease, you loon! Ah! Ah! As soon as the dreams cross the threshold of your imagination, you snap back to realize they have all come true. Oh, was haben wir getan? You were supposed to lend a hand, not take one. Joy floods through you. You were dazed on the Nautiloid, but now you are truly awake. Alive. Okay. Wir haben einen weiteren Inspirationspunkt bekommen. You look rabid. Pained. Sick. You're spasming and twitching. The poor thing. Tja, was plagt uns nur? Ich kann mich kaum an die Zeit erinnern, bevor ich auf dem Nautiloiden erwachte. Etwas Schreckliches braut sich in mir zusammen, doch ich weiß nicht was. Überwältigende, gewalttätige Gelüste schwelen in meinem Schädel. The norm is to keep dirty thoughts like that to ourselves, but do carry on. Ah, das gefällt ihm. Diese grausamen Gedanken, das bin nicht ich, jemand hat mich verflucht. Ich werde von einem Gefühl besessen, das wieder und immer wieder Mord flüstert. It seems you've been dealt a vile hand. I say, play it. Play it for all it's worth. Nobody should deny themselves their true nature. Erzählt mir etwas von euch. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Okay. Ja, wir haben Gales abgetrennte Hand bekommen. Die wenigen verbliebenen Finger der Hand sind bleich, kalt und steif. Ja, wer weiß, wozu das nochmal gut ist. Normalerweise hätten wir jetzt hier einen weiteren Gefährten bekommen, den guten Gale, ein Magier. Aber ja, jetzt haben wir nur seine Hand und ich weiß nicht, ob wir ihn vielleicht irgendwo anders nochmal wieder treffen werden. Das werden wir dann sehen. Ja, wir werden mit der Entscheidung jetzt erstmal leben. Broken. Must have been here a while. Another broken trap. Who made these things? Eine kaputte Falle. Oh, hier stehen welche. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Holy hells. Under elf. Lay time, Nymetha. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann geht. Wir haben einmal unseren Charisma-Bonus und sind in Einschüchtern geübt. Wir können jetzt hier sogar noch einen weiteren Bonus hinzufügen. Und zwar kann Schattenherz die göttliche Führung zaubern. Und damit haben wir einen Bonus auf weitere Attributswerte. Das brauchen wir aber eigentlich nicht. Deswegen, ich denke, dass wir hier die 5 so oder so hinbekommen. Und eine 0 gibt es da nicht. Ja, und damit hätten wir sie erfolgreich eingeschüchtert. Demaze. Come, my messer. Now. Enough gawking. Get me down. Sagt schön bitte. Never. Ja, das ist sehr schade, dass unser Charakter selber stumm bleibt. Also er hat immer nur etwas zu sagen zur Umgebung, aber so in Gesprächen sagt er leider nichts. Und ich hätte jetzt gerne gewusst, was er als Einschüchterung zu den beiden gesagt hat. Ja, werden wir leider nicht erfahren. Ja, wie kriegen wir Lizelle da runter? Wir können hier unten den Boden angreifen. Und dann ist sie auch schon da. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Was genau ist eine Krippe? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear.
When infected with a Geth tadpole, we must report to Augusto for purification. Ja. Reisen wir zusammen und suchen diese Krippe. You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lazelle. I'll trust your judgment, but I won't trust her. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A Kresh must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. So, und auch Lazelle ist uns beigetreten. Dann wollen wir einmal den Stufenaufstieg vollziehen. Auch Lazelle kriegt mehr Trefferpunkte und Tatendrang. Erhalte sofort eine zusätzliche Aktion, die du in diesem Zug einsetzen kannst. Sowas ist natürlich sehr mächtig, weil wir dann zwei Aktionen ausführen können. Allerdings verschwindet der Tatendrang dann auch nach einer Aktion und wird erst bei einer kurzen Rast wiederhergestellt, da steht's. So, wir haben auf dem Schiff noch etwas Wunderbares gesammelt, und zwar die Immerglühklinge. Ihr erinnert euch vielleicht, und hier haben wir einmal normalen Schaden und zusätzlichen Feuerschaden. Das ist natürlich super insofern, dass wir da mehr Schaden machen noch. Und schaut mal hier, 6 bis 19 regulären Schaden und das Langschwert, was Lazelle momentan trägt, 4 bis 13. Das werden wir direkt mal ändern. Und ja, dabei flammt das auch noch schön. Dann schauen wir hier nochmal rein, was wir hier so haben. Eine Muschelschale können wir nicht öffnen. Was gibt es hier noch? Pfeile. Pfeile könnten wir auf jeden Fall Astarion schon mal geben. Der wird mit der Zeit unser Bogenschütze, unser Fernkämpfer. Ja, ich glaube, so ziemlich alles Weitere können wir irgendwie verkaufen. Auch die mystische Rune, die werden wir nicht mehr brauchen. Wir haben noch einen Schuppenpanzer. Mittlere Rüstung, Rüstungsklasse 14. Was hat denn hier Schattenherz? Die hat ein Kettenhemd mit Rüstungsklasse 13. Dann ist der Schuppenpanzer schon mal besser. Auch wenn die Rüstung von ihr jetzt besser aussieht. Aber wir ziehen ihr mal den Schuppenpanzer an. Dann kann das Kettenhemd zurück. So, was haben wir hier noch? Diebeswerkzeug. Das kann auf jeden Fall zu Astarion einmal rüber. Den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Einfaches Gift. Kann auch erstmal zu Astarion. Guck mal, hier haben wir ein Silbermedaillon. Das kann man zum Beispiel auch anziehen, aber das bringt uns eigentlich nichts. Fein gearbeitetes Silbermedaillon, in das die Worte für Papa eingraviert sind. Ja, schön. So, Rapier. Wir sind in Rapieren geübt. Das können wir eigentlich erstmal tragen. Statt des Dolches. Trank der Geschwindigkeit kommt vielleicht erstmal ja auch zu Astarion, würde ich sagen. So, da haben wir noch einen Goblin-Bogen, einen Kurzbogen. Den können wir hier Schattenherz mal geben, damit sie auch einfach als Fernkämpferin agieren kann. So, und der ganze Rest hier, das kann alles weg. Ja, das machen wir dann mit Shift und Linksklick. So, da können wir alles markieren. Wir sind ja jetzt alles einmal durchgegangen und können sagen, hey, zu Waren hinzufügen. Dann ist das quasi alles als Schrott deklariert und kann beim nächsten Händler irgendwann mal verkauft werden. Ach, guck mal, hier finden wir noch einen Kurzbogen. 3 bis 8, was hatte der hier? 2 bis 7, der ist sogar noch besser. Ja. So, dann können wir hier schon mal direkt sagen, zu Waren hinzufügen. Kommt dann auch erstmal zu Loremann rüber. So, dann können wir hier vielleicht das nochmal so ändern, dass die neuen Gegenstände auch unten dann dazukommen. Okay, gehen wir mal hier weiter. So, jetzt schleichen alle. Mit Shift C, was ich eigentlich schon gezeigt haben wollte. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier schleichend uns vorzubewegen.
Und ihr seht jetzt den roten Radius der Gegner, die hier stehen. Ja, wir können jetzt sagen, dass wir einfach angreifen. Ja, das geht. Oder wir sagen, okay, wir wollen ein Gespräch mit denen führen. Swift as my feet can carry me. You! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. Okay, die wollen ja alles an sich reißen. Wir versuchen die vielleicht mal einzuschüchtern. Euch gehört nur euer Leben. Verschwindet, bevor ich das auch noch nehme. Ja, wir haben Charisma-Bonus und Einschüchterungsbonus, müssen 10 erreichen. Also mindestens eine 5 würfeln. Aber wir sind sogar drüber. Bei 18 liegen wir. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it! Ja, damit haben wir uns einen Kampf gespart. Ja, wäre schneller gegangen, sie umzubringen, da mag Lezelle mit Recht haben. Aber wir haben es auch so geschafft. Und das sind natürlich auch schöne Herangehensweise, weil man hier auch mal ja, sich den einen oder anderen Kampf vielleicht sparen kann. Unter uns ist etwas. Man kann hier zum Beispiel den Grundstein abschießen, damit hier unten der Boden verschwindet. Aber ich würde sagen, wir lassen das mal. Und plündern erstmal hier die Säcke und gehen dann in die Ruine rein, in die Krypta. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.